Hallo zusammen, wir sind heute beim Bundesparteitag der FDP. Wusstet ihr, dass bei den meisten Parteitagen eine Art Messe stattfindet? Das bedeutet, da sind verschiedene Stände von Organisationen und Unternehmen. Und genau diese Messe wollen wir uns mal genauer anschauen. Und dann nehmen wir euch mit. Los geht's! Hier findet der eigentliche Bundesparteitag statt, aber der interessiert uns gar nicht so sehr. Wir gehen zurück zur Messe. Das ist die Sponsorenwand beim FDP-Parteitag. Diese Unternehmen und Verbände haben hier vor Ort eine gute Gelegenheit, um Präsenz zu zeigen, Kontakte zu knüpfen und Gespräche mit PolitikerInnen zu führen. Für ihre Stände bezahlen die Aussteller Gebühren und betreiben damit eine Art von Parteisponsoring. Dieses Sponsoring ist nur unzureichend geregelt und daher nicht transparent. Die meisten zahlen hier so einiges für ihre Stände. Wie viel? Das können wir nicht nachvollziehen. Das muss nirgends angegeben werden. Die FDP handelt hier regelkonform. Jetzt habt ihr einen Eindruck bekommen, wie viele Organisationen, Verbände und Unternehmen bei einem solchen Parteitag vertreten sind. Das ist nicht nur bei der FDP so, das ist auch bei SPD, Grünen und der Union der Fall. SPD und Grüne legen ihre Sponsoren sowie die Preise für die Stände freiwillig offen. Sie müssen das aber nicht, es gibt keine Regelungen dazu. Die Ampelkoalition hat hier jedoch Änderungen angekündigt. Passiert ist hier aber noch nichts. Wir fordern, dass Veränderungen kommen, und zwar so bald wie möglich.